Schönen guten Mittag. Wir hatten in dem neuen Regierungsrat, ich gebe auch den Rapport machen über die Punkte, die wir dem neuen auch analysiert haben. Und mit der Gesundheitsminister werden wir auch den Punkt machen über die Situation sanitär kurz. Ein Kantopo über die Impfungen und noch ein paar über die Teststrategie mit den Testen, die ich auch selber kann machen, wird der Gesundheitsminister auch mehr Wert an den Detail gehen. Der nächste Punkt als Situation als weiter stabil, wenn ihn die letzten Tage noch die letzten Wochen guckt. Wir bewegen uns 20 Wochen am Anfang konstant bei einer toten Positivität, die sich so rund um 2% ein paar drinnen, ein paar drüber sich befindet bei ungefähr, wenn wir ein Gift machen, von 200 in der mehr, in der Männer, neue Infektionen denn der. Die letzten Mesuren, die geholt sind, gesagt ihnen, dass auch kein Impact lo kommen, also auf jeden Fall an den nächsten Tag, mit das Lot zu frei für ein definitiv Urteil können zu tun, über den Impact immer von den letzten Mesuren, die geholt sind. Wann es weiter an die Richtung bleibt, wie mal los sind, nicht an exponentiell hoch kommen, werden auch die nächste Woche, Mittwoch, am Regierungsrat neue Mesuren festgehalten gehen, die dann am Mittwoch der Mitte werden präsentiert gehen. Wann stabil heißt, an noch an die Richtung geht, wissen, dass man doch schon angekündigt hat beim letzten Briefing, dass wir uns auch am privaten Umfeld kennt, liest, mehr lasch Punkten kriegen, wie der Moment der Fall auch aus. Es geht noch weiter und Konzepte auch geschafft, die dann auch könnte vielleicht nächste Woche schon präsentiert gehen, wie auch verschiedene Bereiche, Mathele von den Tester, wo auch das Gesundheitsminister wird dann noch drauf angehen, wie du auch verschiedene Bereiche könnt mehr abmachen, mit der Utilisation von so Tester. Zudem wird man an dem dritten Kontakt schon decidiert, natürlich über den Usage von denen Auto oder Selbsttester oder die verschiedenen, die es gehen, wird Gesundheitsminister mehr an den Detail können angehen. Wir wollten auch mitteilen, dass wir heute noch wie vom CSMI kriegt und den Conseil des Maladies Infectieuses über den Johnson. Den CSMI rekommandiert den Johnson ohne Einschränkungen für die Leute über 30 Jahre zu benutzen. Das heißt, er bleibt an der viel normal. Ich hatte letzte Woche also für uns eigentlich gesagt, dass Risk kann bestehen, dass ihr müsst an den Volontär holen, das heißt, da bei AstraZeneca, das ist nicht der Fall, die Restriktion ist von hinten vorgesehen, am Moment für just Leute in der 30 Jahre nicht zu benutzen, an die 30 Jahre kein ohne Problem benutzen, das heißt, dass es an der Fehl nochmal auch bleibt. Die hat auch mitgekriegt, dann schon noch schon Push-News gekriegt, dass die Werdelech, so wie man sie auch angekündigt hat, in Ivatus residuell online gesagt, genau, die ist auch bei Impfe.lu, du kannst ihn sich dann anschreiben. Soll ich nicht mengen, dass du, weil es sind schon am Moment 4.100 Leute, die ich angeschrieben habe, kurz, ich habe es Es sind keine Tausenden Rechte oben. Ich habe nicht gleich keine Zuhle mitgedeelt. Es sind immer pure Rechte, die können übrig bleiben, die können übrig bleiben. Mir für uns ist wichtig, dass kein Dos wäsch gehackt. Ich hätte Zöllen gleich reagieren von über 90.000 Dosen, die verspritzt die wären, wo Männer wie 10 Stück nicht benutzt die wären. Du, sie, also muss ich in das nach immer an die Realität setzen, dass nicht, dass die 4.100 Leute an den nächsten D-Schwerten telefoniert kriegen. Das gedurcht, dass die Mesure ist, für das man wirklich Lauf an Kadenz auch mir heisch geht, nicht an Situationen kommen, wo all der 4-5 Dosen pro Sorte der Vaccination könnten Waschgeheit gehen. Wir müssen alles verimpfen, was wir holen. Die Dosen sind die dann oben übrig bleiben. Das war ja auch eine Idee, wie das die auch an der Chambre diskutiert. Wir haben noch einen Teil von der Idee überholt. Wir nicht über SMS, wir haben auch über den fixen Telefon, und auch über den Telefon, den du präveniert, dass sie kommen sollen. Und es geht dann oben zwischen halb 7 und 7 Uhr auch ein Telefon kriegen, für die residuellen Impfungen können, zu kriegen. Und ob das Licht kann all Resident ab 18 Jahren, die wisst du, dass die Limitationen in der 30 am Moment bei Moderna, aber bei Pfizer ja nicht da sind, das heißt, wenn auch Moderna ab Pfizer da sind, kann das auch für Leute zwischen 18 und 30 am Moment von den anderen Johnson von AstraZeneca ja ausgeschlossen sind, die können dann die dort kriegen. Und muss sich auch engagieren, dass sie in den nächsten 20 Minuten kann dann ein Impfcenter vierstellig gehen. Und da muss ich noch in Impfcenter umgehen und die muss ich dann auch raussichern.
Ob der Dutter löscht, ging gleich dem Alter nur. Dem Alter nur. Mir haben Leute, die vulnerabel waren, die Rendezvous verpasst und die wenigst enger Ursache nicht wollte geimpft gehen. Es geht dort dem Alter nur. Das heißt, ich brauche keine Rasch zu sehen, für sich auf den Sitz zu setzen, weil dann nur geht sowieso den Alter nur respektiert. Das heißt, die Löscht wird immer aktualisiert und die kriegen dann noch die Impfzentren. Die Löscht erst bis den 8. Mai ab. Bis den 8. Mai erst die auch ab. Und wie ich nur just viel drin gesagt habe, erst da schon eine große Unzahl von Leuten, die sich angemeldet haben. Zu den Impfungen. Wir kriegen für die nächsten 2 Monate von den Produkteuren das versprach. Von Pfizer haben wir 265.590 Dosen, die wir versprach kriegen. Von AstraZeneca 21.600. Die kriegen wir gesucht für die erste Woche mehr. Das kann auch da schon direkt eine Frage beantworten. Dann nur, wenn wir über den nächsten Punkt von AstraZeneca wartelisch kommen, wir kriegen angekündigt, dass ein 21.600 nächste Woche kommen, wir müssen noch keine Konfirmation kriegen. An der Moderna 4.800 bis ein Juni, an auch die Pfizer das auch bis ein Juni, an dem Moment bei AstraZeneca just die Daten, die wir für die erste Woche mehr angekündigt kriegen. Wenn die Lieferungen auch alle gut kommen, an die am Moment da annonciert sind, können wir weiter 164.000 Leute impfen. Dort gemerkt schon nach Ken Johnson, angekündigt schon aber just, ehe ich noch reingekommen bin, ein Message kriegt, dass auch die Europäische Kommission gesagt hat, dass Johnson hinten neue Lieferungen von Johnson gibt, konfirmieren. Aber Zoll, die genaue Zoll, weiß ich noch nicht an der Repartition, wie viel da doch für Lützburg ist. Aber das heißt, die wird auch noch weiter auf Lützburg beliefert. Dafür ist es am Moment auch nicht möglich, ich kann es so wenig Luxemburg abgeht. Wir geben am nächsten Luxemburg Mur abmachen oder schon gestern abgemacht. Aber am Moment hat das auch keinen Wert, weil einfach die Lieferungen am Moment die Informationen das heißt von AstraZeneca und noch von Johnson am Moment fehlen. Also weil wir die haben, werden wir auch können eine definitive Decision holen, concernant die Ouverture von den Ausstellungshallen, wo wir auch wissen, dass dort Kadenz bis auf 95.000 Wochen kann herabgeschraubt gehen. Wartelösch AstraZeneca, wenn ich es wieder zitiert, das sind im Moment 30.000 Leute auf Wartelöschen, das wo lo haut, also für ganz konkret zu sehen, 29.127 lo um 12 Uhr haut die Mitte, die sich auf die Löschte angeschrieben hatten. Von diesen Leuten konnten das vor auch 16.200 Leute evitiert gehen. Von diesen 16.200 Leuten und auch schon 14.400 Leute auch ihre Rendezvous für die nächste Tage fixiert. An der Tisch, die die meisten Leute haben noch nicht lange, habe ich eine Invitation gewählt, wenn du den Prorata guckst. Ich kann dich doch verraten, ich werde nächsten Donnerstag auch mit AstraZeneca in Donnerstag Morgen verimpft. Ich habe mich auch auf die Werte gelöscht, schon mein Code gekriegt und schon mich auch angeschrieben. Das heißt, dass nächsten Donnerstag Morgen auch den AstraZeneca wird kriegen. Die anderen Leute, die bis jetzt angeschrieben sind, für die 30.000 auch, die bis jetzt kommen sind, kann ich heute nicht klar sagen, wenige die können evitiert gehen. Die anderen 13.000, die da im Moment noch sind. Aber wenn die Lieferung von AstraZeneca von 21.600 kommt, wird schon nächste Woche auch die nächsten Invitationen können verschickt gehen. Das heißt, ohne Perpas de Temps auch mit AstraZeneca für die Leute können weiter zu verimpfen. Wir haben heute auch gesehen, dass die Invitation für die Impfzentren die Akzeptation am Anfang der Todpartizipation für die Leute, die eine Invitation kriegt und an Impfzentren liegt bei 75,2%. Aber wenn man in die Kuvertüre guckt, beim Alter, gesagt ihnen auch, dass eine Zustimmung für die Leute über 80 Jahre bei 81,4% liegt. Eine Zustimmung für die Leute zwischen 75 und 79 Jahren, die bei 79,2% liegt. Von 70 bis 74 bei 76,2%. Von 75 bis 79 bei 73,2%. Und von 60 bis 64 bei 72,5%. Das heißt, wir sind über die 70%, was wirklich encourageant ist. Wir sind uns bewusst, wir dürfen auf eine bessere Position oder Laurier. Hier geht es darum, auch weiter darum zu schaffen, für die Leute, die vielleicht nach Hesitationen haben, nicht zu obligieren, mit zu überzeugen, dass es aber wirklich eng von den Menschen Möglichkeiten ist, für diese Situation auch zu kommen. Für was? Weil die Impfung auch hilft. Die ersten Resultate weisen, dass auch die Impfung als erlebender Schritt an die Normalität zu gehen. Wir sehen nämlich seit Santa Puedes für die erste Kehle der Zölle von den Leuten über 65 Jahren, die mussten hospitalisiert gehen, ändert der Zölle von den Leuten die Männer wie 65 Jahren
aussehen. Das war immer der Konträr bis lo. Das heißt, wir haben lo wirklich durch die Impfung den Impact, wo wir gesehen haben, dass die Leute über 65 Jahre nicht mit Majorität von den Leuten sind, die am Spital sind. Und das heißt, dass wir am Anfang auf dem Tag von Haut mehr Leute haben, unter 65 wie über 65, die am Spital leiden. Wir sehen auch, dass 12 Neuinfektionen an den Alters- und Pflegeheimen raufgegangen sind, wo mehr als 82% auch geimpft sind. Bis heute Mittag, 12 Uhr, sind auch zuletzt bei 193.585 Impfungen gemacht. Das sind 141.210 Leute, die hier eine Dosis gekriegt haben, 51.333 Leute, die hier zwei Dosis gekriegt haben. Und das heißt, wir haben am Moment 81% ungefähr von all den Vaccinen, die wir auch geliefert kriegt haben, benutzt. Die wissen, dass man immer so tun, 75, wir können auch Robert dann raufgehen. Wir sind im Moment auf 81%, die verbraucht sind. Bis Ende nächster Woche, also bis den Samstag, den 9. Mai, sind rund 30.000 Rendezvous geholt gehen. An dem selben Zeitraum sind 15.000 Leute gerufen für die zweite Administration. An Zölle von den Lieferungen, die haben sich logist gesucht, mit der Test, wenn wir den Kalkül machen, sieht er, dass wirklich der Gros benutzt wird, an von dem, was übrig bleibt, der Gros auch schon reserviert, also der Test durch Rendezvous reserviert gehen als oder ob man es für die Zweitimpfung auch gebraucht wird. Das heißt, es sind zwischen 800 und 1000 Faxen im Moment, die nach so dazwischen sind, mit dem Gros als wirklich all benutzt gehen. Und, muss ich noch eben auch noch gucken, wie jetzt mit den verschiedenen Phasen kommen. Die wissen, dass man in die nächste Phase kommen, sie so wie Zontin auch angekündigt hat. Und dass man auf der einen Seite die Phase schon unter 55, die angefangen hat, mit mir haben auch die AstraZeneca, die auch nach parallel lebt. Und da sind wir den Impact auch gesagt von den Reserven, die aber immer mit Klang gehen. Dann hat man noch einen Punkt auch für über Indien. Zwei Sachen über Indien. Die erste Sache ist eng, wo die Gesundheitsminister auch darauf angehen, die sieht, dass an Indien der Virus ganz breit, sich ganz sehr verbreitet. Wir haben hier auf Niveau sanitär auch Mesuren, die man muss hören, die werden direkt von der Santé, wo die Gesundheitsminister wird erklären, was die Mesuren sind. Das ist eine Mesur der Prävoyance, das ist nicht, dass man machen, da geht hier der Körper, aber es geht darum, die Leute halt zu protegieren, noch vis-à-vis von dem indischen Variant. Und auf der anderen Seite haben wir auch geguckt, wie man über die europäischen Initiativen könnten, den Inder auch helfen. Und da haben wir über den IRCC, das Emergency Response Coordination Center, da am Kader von Mechanismen der Protektion auch von der EU geguckt, wie man hier könnten helfen und wie man es zusammen geinnigt mit den indischen Autoritäten, dass man 50 Beatmungsmaschinen auch an Indien werden schicken. Das ist gelaufen zwischen der Santé und dem Etat und auch zwischen dem Interieur, dem CGDIS an unserer Ambassade zu Delhi. Voilà, das sind die verschiedenen Punkte, auf die ich wollte angehen. Madame Gesundheitsminister, über die Teststrategie an Indien und auch eine Analyse von der Situation. Aber die viel Frauen, die Leute haben, wenn sie Druck kommen, kann ich heute noch immer nicht definitiv beantworten. Es wird nicht vorsichtig, weil ich zum Beispiel bei AstraZeneca, wo man Garantie kriegt für eine Woche mehr. Ich will mich daran erinnern, dass eine Woche mehr nur geht, und dass man auch immer nicht eine Festgarantie haben, wenn sie geliefert gehen. Für Johnson haben wir Rümeren hier in Lauf von europäischem Niveau, dass da mehr geliefert geht, wir müssen noch nach kein festen Datum, wenn ich das auch wäre. Also, sobald wir mehr Garantien haben, werden wir die auch können. Mit denen gehen wir Rendezvous nächsten Mittwoch, und dann hoffen wir doch positive Nachrichten, dass wenn es an der Situation bleibt, auch keine negative Evolution kommen, man ist weiter an den nächsten Schritt Normalität lösen und lösen können kommen. Voilà, so nicht, merci. Ja, guten Mittag. Im Fall von Indien weiß da es ganz gut, dass die Pandemie hier real ist und wenn sie von einem der auf den anderen rum kann lostrüppeln. Wir können uns hier glücklich schätzen, dass wir im Moment die Sache an der Mussten in der Kontrolle haben. Aber trotzdem, wir müssen immer für uns anhören. Wir sind auch nicht raus, die Pandemie ist global und es ist immer gut für neue Überraschungen. Vielleicht direkt Pouvoir zu Indien, das erwähnt wird, dass eine Ordonnance geholt wird vom Dr. Schmidt, vom Direktor von der Santé, für hier bei der Reise Zusatzmesuren zu verlangen. Das ist so,
dass man der Fall ob haut bei der Aris aus Indien schon beim Ombach gemeint, dass wenn in an der Flieger klemmt an Indien einen negativen Test muss fehlgewiesen sein, aber bei der Aris wäre halt zu Lützeburg dann auch nach einem PCR-Test um Aeroport muss noch gemeint gehen, da sind Möglichkeiten dazu auch Platz zu machen, dann das auch gratis für die Leute. Dann ist dann eine Quarantäne von 7 Tagen, die muss respektiert sein, aber wenn am 6. Tag den Test dann negativ ist, den zweiten Test, dann ist es gut, da können die Leute sich normal am Land bewegen, mit das zu diesem Zeitpunkt wirklich wichtig, das Mesur en Platz zu haben. Als Gries zu gilt am Moment den Varianten, die wirst dass wir da haben, hier am Land ganz wenig nach. Zum Glück konnten wir auch par rapport zu den brasilianischen Varianten, die wir identifiziert haben, weil wir, soweit wir das können, noch vollziehen, haben wir Transmissionskette gebracht kriegt. Mit muss in vigilant bleiben, die Sachen zirkulieren und geht darum, es wirklich genauestens zu bewähren, wie das hier am Land bewegt. Selbst für den indischen Variant, den wir auch schon gefunden haben, erst Fall waren hier am Land, auch da haben wir im Moment kein Unzeichen, dass das irgendwo weitergegangen ist, dass man das relativ frei erkannt und angedämmt kriegt. Und die neue Mesur wird sicherlich dazu beitragen, dass wir das Risiko zumindest minimiert kriegen, sicherlich als Schussentree über den Flughafen, mit das besser wie nicht. Das ist etwas, wo wir ganz, ganz eng suivieren und sind auch ganz froh, dass wir Kapazitäten heute zu Lützeburg schon für extrem viel Sequenzage zu machen. Das wird uns erlaubt, ein gutes Gefühl zu kriegen, ob die Typen von Virussen, die zirkulieren, dann auch zu verstehen, wo hier Transmissionen sind. Wir setzen da ganz viel drauf, für auch da weiter dran zu investieren, für schnellstmöglich und effizient können zu handeln, wenn wir dann so etwas reparieren, für wirklich rundherum zu gucken, was sich gedauert hat, wo ein Ass auf schnellstmöglich angefangen zu kriegen. Dann ein paar Worte zu unserer Teststrategie. Ihr wisst, dass neben der Impfung, die als effektiv optimistisch stimmt, wir sehen da ganz genau den Effekt. Entretemps, dass ihr gesagt habt, dass der einen starken Impact auf das Geschehen von der Pandemie hat. Dann setzen wir verstärkt auf Tester. Als Normaltester immer noch ganz wichtig, PCR-Tester, das ist noch immer der Standard an der Diagnose. Das heißt, die Touristen, die Symptome hat, wenn ich das nicht vergesse, bei geringsten Unzeichen, Verdacht auf Covid, also wichtig, bei dem Doktor zu gehen und dann noch durch eine Ordonnance, die Regel startet, eine Diagnose zu machen. Nun tun wir seit dem Oktober die sogenannten Testantigenik Rapid, also Schnelltester am Ersatz. Da hat man die erste Generation am Oktober mit einer Reihe Rekommendationen verbunden am Ersatz. Und da haben wir auch am Frühjahr eben aufgrund von neuen Tester, die im März sind, verstärkt der angekauft. Für die Leute wirklich zu encouragieren, zu machen. Die wissen, sie sind entre-temps, kriegen sie zu kaufen, an der Grund zu erfassen, an den Abdikten. Wir haben auch schon Rekommendationen, die 26. März rausgehen, von Seite von der Santé für die Leute zu erklären, was die Schnelltester sind, für die Unterschiede zu erklären. Ich gebe das auch vielleicht noch ein paar kurz erwähnen. Da gibt es zwei Typen. Es gibt die klassisch, wie sie kennen, vom PCR. Die haben an der Nuss gemacht, gehen auch über das Pflegepersonal oder Leute, die extra dafür ausgebildet sind. Par rapport zu denen, also eine Meldepflicht, wo die Professionellen aus dem Gesundheitssektor das dann auch müssen melden. Für wer das der Schnelltest, weil es schnell geht, dass es für Platz geht, das möchte am Anfang den Unterschied zwischen einer PCR, die am Labor ausgewertet wird, an einem Schnelltest, den man in 30 Minuten Maximum kann, für Platz mit einem Kit ausgewertet gehen. Da gibt es auch das von der sowohl das Hausensemble von den Schnelltester, das sind Selbsttester, das sind Tester, die sich selber machen kann. Das sind eben die seit einer Zeit disponibel sind und die man auch schon teils groß am Ersatz haben. Die wollen wir wirklich begleitend zu der ganzen Sortie der Krise verstärkt ersetzen und Leute auch wirklich motivieren, sie zu machen. Wenn der Tester regelmäßig möchte, dann kriegt er eine gute Vue. Sie helfen ihnen wirklich infiziert, das rauszufiltern. Falsch positiver gibt es nicht viel. Das Risiko ist natürlich immer, dass es einen falsch negativen hört. Das kann ich nicht ausschließen. Bei den Schnelltestern ist es wirklich Regelmäßigkeit, die ich möchte. Wir wollen am Anfang darüber raus, dass Leute das wieder gewünscht machen, wenn sie an einen Kontext gehen, den man dann im Risiko behaftet. Also die Kontexte kennen wir alle gut, dass du, wenn man die Leute eben mehr eng zu zoomen, als wenn ihr noch Besuch bei ihr geht, wenn ihr in ihrer Leute besichtigt geht, überall da, wo ihr eben nicht zu 100% kann, ob Distanz bleiben oder Chestbarriere respektieren. Da möchte natürlich sind
sich über den Weg von einem Selbsttest zu vergewissern, ob er nicht gerade aber infektiös ist, weil das nicht zu vergessen, es merkt ihn nicht unbedingt, es weht ihn nicht unbedingt, wenn er positiv ist. Oft kommen Symptome Richtung No, mit das sind aber schon ausstechend. Und das ist am Punkt der Sinn und Zweck von der ganzen Strategie rund um die Selbsttester, dass man das als Routine mit abholen. Und entretemps sind wir vergewissert, dass eine gewisse Effizität da ist, dass keine 100% Sicherheit ganz klar nicht, mit einem guten Zusatz zu den normalen Gestbarrieren, wo ich eine Zusatzsicherheit kann kriegen, an dem nur soll der doch wirklich noch verstärken, an den Ersatz kommen, weil wir hoffentlich demnächst können neue Schritte machen in Richtung Normalität. Wo gehen Sie auch gesagt, weil so wie schon seit Oktober, da, wo in eine Schnelldiagnose fällt, an der Entree von Spitäler, mit so einer Ordonnance am Moment obligatorisch bei den Visiteuren an den Alters- und Pflegeheimen, sie sind rekommandiert beim Personal an diese Strukturen, meistens idealerweise zweimal die Woche. Und das will man auch weiter drücken, indem wir wirklich auch Mathebetrieber gucken, dass wir das auch da zu einer Normalität machen, dass auch über den Weg vom Betrieb eine Routine auf Platz kann, wo die Leute wirklich encouragieren, gehen regelmäßig so einen Test zu machen. An dem Sinn gehen noch ein Tester gratis zur Verfügung gestellt für die Betriebe, für das zu incitieren, für wirklich einen Kick-off zu gehen. Dann haben wir doniert, werden sie auch verstärkt weiterbleiben an den Spitälern, wie gesagt, an den Pflegeheimen, am Handicap-Sektor und so weiter, wo wir da Rahwerte gehen an einem gewissen Umfang, immer darum, mit der Intention, für das wirklich an die Routine ranzukriegen, sowohl bei den Leuten, die dort arbeiten, wie auch bei den Insassen, bei den Visiteuren, dass das los wirklich die ganz Hygienekonzepte, die wir am Platz haben, stärker wird begleiten. Wie ein Hygieneskonzept, da sind nicht nach ein paar Momenten, und die an der Schule, die sind am Pilotprojekt aufgelaufen, lo a grande Echelle, wo sie am Gange sind, da ist Zielsetzung, für ob zweimal vorzukommen oder ein Äquivalent, dazu müssen noch am Gange Modellen zu probieren, wo rotiert wird, wo nicht die ganze Klasse selbst den Tag getestet wird. Wir wollen auf jeden Fall eine Effizienz kriegen, die unter dem Strich einem zweimal vortesten mindestens gleich könnte, das ist Zielsetzung. Dann am Sport, dass man schon den Test, auch den Schnelltest das ist obligatorisch schon für verschiedene Kompetitionen, das soll auch weiterbleiben. Kultur, Arbeit, Eureka, das sind natürlich alle Sektoren, wenn wir da los mehr Normalität wollen, wo so Schnelltester eine Zusatzsicherheit können gehen, wenn wir mehr Kontakte haben, wenn wir jetzt mehr Proximität wollen möglich machen. Dann, ich hatte schon erwähnt, die Obligation der Deklaration, die also sich aus bei den professionellen Schnelltester, die von den professionellen, also von den Doktoren oder anderen professionellen gemacht werden, die extra dafür geschult sind. Da gibt es das System bei uns, wo das deklariert wird, das ist auch obligatorisch. Selbsttester nicht, die sind nicht obligatorisch zu deklarieren. Wir encouragieren nicht, aber am Unterricht en place bei uns, bei der Santé, wo ihn dann das soll deklarieren. Das ist wichtig, dass man ein möglichst gut wie darauf und da fanden die Leute noch die nötige Guidance für ihnen zu arbeiten sollen. Man, das heißt, vielleicht mal, wenn ich positiv war, sich an Otto Quarantäne setzen und dann PCR aber haben drum machen, für das bestätigt zu kriegen, das ist ganz wichtig. Ich gebe auch gerne noch ein bisschen appellieren, wenn ihr ein negatives Resultat habt am Schnelltest, das ist nicht sicher, dass ihr dann nicht aber positiv ist. Wenn ihr nur etwas Symptome habt oder das hat in einer Situation, wo ihr gewohnt habt, dass ihr aber Kontakt war mit einer Person, die positiv ist, da bleibt die Risiko und da rekommandieren wir den Leuten wirklich ganz stark direkt zu sichern, doch einfach richtige PCR zu machen und sich nicht Schluss auf das negative Resultat vom Schnelltest zu verlassen. Das ist, wenn auch Zusatzindizien sind, also ich gehe gewohnt, dass ich mit einer Person am Enkel Kontakt war, die positiv ist, respektive sind am Gangen, mich nicht gut zu spüren oder so, also es ist wirklich wichtig, das nicht für allzu hohe Münze zu holen, das ist mehr fiabel beim positiven Resultat wie beim negativen. Und also auch da, wo wir uns ganz viel erwarten, weil wir auf dem Weg bei den Pilotprojekten, die wir hatten, rund um Kultur und so weiter, eigentlich Leute, die aber Hygieneinfektionen sind, können rausfiltern und dann eben nicht ob ein Site lassen oder ob ein Environment lassen, wo sie riskieren könnten, ihn umzustechen. Das soll also alles unterstützend sein. Wir haben auf 12 gefragt, wir hatten am Hirsch eine 500.000 der Schnelltester von der ersten Generation von Roche. Das war damals über den Marché Commun von der Union, wo wir die gekauft hatten. An Stand Haut haben wir ein Kommand laufen, die Leute bei 14,5 Millionen, die Tester sind. Einfach zu kriegen, dass auch ein neues Offer kommen für über die Union zusammen mit den anderen europäischen Mitgliedstaaten nach ein paar weiter anzukaufen. Wir haben im Moment Chance, dass der Marché noch nicht so seriert
aus, wie man das kann tun mit anderem Schutzmaterial. Und trotzdem haben wir hier relativ große Quantitäten noch hier gesehen. Auf welche Richtung werden die verdeelt gehen? Weiterhin nach Richtung Coppers, das ist die ganzen Alters- und Pflegesektor, aber auch den Handicap-Sektor, Aktivitäten von älteren Leuten. Da haben wir die Interlokuteuren schon identifiziert. Dann den Enseignement, wer erwähnt, ob die Betriebe, ob der Arbeitsplatz, auch die Independenten sind da matvisiert. Das hat der Minister Kerr schon kurz präsentiert. Da wird eine Auslieferung auch geschehen, relativ kurzfristig. Ja, noch also konventionierten Sektor, wo Leute an der Prekarität sind, die betreut gehen, wo auch viele Benevolen zum Teil aktiv sind. Auch da werden wir dafür sorgen, dass das nötige Material fehlt. Und wenn wir von Betrieben schwätzen, dass das natürlich auch den öffentlichen Sektor, also nicht dem Privatsektor, also durch die Fonction publique, étatique, an kommunal, an auch die von den internationalen Institutionen, die werden aufgedeckt gehen. Da bleiben also die Leute, die nicht aktiv mehr am Leben sind, dafür auch sie zu erreichen und zu sensibilisieren, ob der Gebrauch von diesen neuen Schnelltester wird man über die Bombe fuhren, wie eine Gruppe von Leuten aus der sind, hauptsächlich Leute, die nicht an der Arbeit sind, die vielleicht in Drehwies kriegen oder am Schulmarsch sind oder an der Pension schon sind. Da gibt es mehr Leute, die wir am Visier haben. Sie werden eine Bombe kriegen und dann können sich mit dem Bombe einen Kosten-Tester an der Optik sicher gehen, wenn du einen Akkord von dem Syndikat von den Optik dafür zusammen zu schaffen. Und wird auch für die, die eventuell durch Traster fallen, denn das ist immer möglich, von den probiert Flaschendecken zu handeln, werden wir auch ein Helpline abrichten mit einer Adresse, wo man sich da kann melden, falls in irgendwo einfach dadurch gefallen wäre. Wie gesagt, das Ganze ist präventiv, das ist ein Zusatz zu also bestehenden sanitären Konzepten. Wir werden als ganz viel davon debüt aus, dass wir auch durch die gratis Mise à Disposition die Leute mal da familiarisieren können. Ja, noch da noch ein verstärkt kommunizieren, wann bis es so weit ist, für die Leute Sinn und Zweck von den Schnelltestern mit Not zu bringen, dass sie richtig versteht, auch da möchte, dann aber auch nicht falsch interpretieren, dann falsch sicher, die du mal da verspielst. Das wird kombiniert gehen. Ich hätte vergessen, so muss noch bei dem ganzen Asche eine Art Notreserve werden wir anlegen. Wir haben eine Notreserve für gesehen, für den Fall, wo wir ganz von der Haut auf Mühe nicht wirklich eine Rekrutierung hätten, haben wir eine Notreserve für eine Banne in Woche das ganze Residenz zweimal durchzutesten mit den Schnelltester. Das hoffen wir, dass wir nicht brauchen, wirklich mit, sagen wir mal, gut für zu tun. Das gibt uns erlauben, dann so eine Aktion Coup de Poing zu machen, wo ihr wirklich könnt flächendeckend damit das neuen Testmaterial vorgehen. Voilà, das ist zu den Schnelltester anschmeigen, dann wäre du nicht für mit Frohen zu kommen. Just ganz kurz, wenn ihr erlebt, über die Autotester, Schnelltester oder wie sie will nennen, die respektive Minister werden noch an Chamberskommissionen, an den respektive Chamberskommissionen den Deputierten das vorstellen gehen, weil du geht ja eigentlich über die Aktiv, geht eigentlich über die Schulen, geht eigentlich über die Infrastrukturen. Der Bitt ist für die Regierung, dass man, wie man die Masken demnächst, am Anfang eine Distribution general, das heißt wirklich, dass ihn oder durch die Schule, das heißt an der Familie, kann er durch die Arbeit, vom Staat oder für den, den nicht schafft, den aber dann nicht so vergessen gehen, auch hier mit den Schnelltesten am Anfang familiarisieren. Am Moment Kredite zu kaufen an der Grunddistribution, wir wissen, dass es doch eine gewisse Kuh hat, weil sie nach einer großen Verpackung sind und dass es dafür auch ein Faktor ist, wo wir wissen, dass es auch verschiedene Leute dann eben die Barriere ist, wieder nicht zu kaufen. Dafür die Schrattei von der Regierung für auch ein Distribution zu machen, so breit wie möglich. Wir sind also auch bewusst, dass aber sogar nur der Situation, wann die Leute drüben, weil es gibt keine 100%ige Garantie. Mit gibt es immer mehr Sicherheit. Also wenn ich mir das erlebe, oder es gibt eine gewisse Garantie, keine 100%ige Sicherheit. Dass man es sieht, wenn der krank ist, weiß das normalerweise, dass er krank ist. Und das ist wichtig, wenn ich verschiedene Ouvertüren auch will machen in nächster Zukunft, dass der Schnelltest eben an diese Konzepte auch passt, für verschiedene Sachen zu machen, nur die wir überhaupt noch nicht können machen. Und dafür wird auch, und das ist eine Distribution, die auch wird garantiert gehen für die Leute, die finanziell Schwierigkeiten sind, dass sie dann zum Beispiel durch die Sozialen an den Gemengen auch den Leuten, die eine finanzielle Barriere dafür Möglichkeit gehen, für den Tester können zu kaufen. Das ist ein Akt von Anfang Solidarität, der Responsabilität für einen gewissen
diesen kleinen Step weiter an die Normalität können zu kriegen. Das ist mal etwas Neues. Raphael Dickes von RTL, just ein kleines Präzisionsvorschlag, ich meine, das ist plus ou moins klar, aber ich will mal gerne vergrößern lassen von euch. Die Werdelöst für Trash-Dosissen, da wird kein AstraZeneca drauf sein. Also ein Rash-Dosis, wann ein Person wie über 55 Jahre, weil im Moment ist ja freiwillig löst von 30 bis 55 Jahre, wenn eine Person, die oder vulnerabel oder über 55 als an die mit AstraZeneca kann geimpft gehen, besteht die Möglichkeit, dass sie auch Oves ein AstraZeneca, wir haben sie nicht weg. Sind da just immer Männer Leute, die an den Fall kommen, dafür ist froh. Genau das, da kriegst du das nur am Moment, der Moment geht immer mit klein. Genau mit klein, weil AstraZeneca geht nur prioritär wirklich benutzt bei den Leuten, die ich freiwillig auf die Liste angeschrieben haben, die nächste Kommando von der Jugend, da geht das oder für die zweite Dosis oder für die freiwillig Liste. Das heißt, Risiko ist klein, aber ich kann nicht so, dass das nie kann geschehen, weil das wird Oves da, als wenn den Kriterien erfüllt, für den Doten gespritzt zu kriegen, und dass ich auf der Liste kann ihn dann auch den dort kriegen. Mit das für dich, wo man dann am Anfang auch zwischen 18 und 30, am Anfang durch Pfizer, Moderna, auch ein Vertuch machen, muss ich bewusst sein, dass hier aber der Kriterium das, der Kriterium der Vulnerabilität, also das Wichtigste ist für die Leute, die es verpasst und nicht wollten, etc., und die sich ernst, dass sie verlöst haben, denen direkt in seine Möglichkeit zu gehen, für den Not zu kommen. Schildfrieden ist präsent, wir geimpft sind auf jeden Fall ganz viele Leute, das sehen wir auch durch die Listen und den Zuspruch, die sie kriegen. Du hast ja so, dass auch Leute können an das Ausland gehen, für geimpft zu gehen, zum Beispiel als Serbien. Wie ist es, wenn ihr zu impfen lässt? Ist das eine Unerkanntheit, die auch viel von Fälschungen? Wie kann man sicher gehen, dass das aber noch wachsen ist, die noch hier als Verlabel unerkannt wird? Er, der wohl sanitär kennt, hat man just so. Den, die mengt, eine Fälschung wie gut. Die Impfung aus für Hirn zu schützen. Das ist ein Schutz für sich selber. Wenn ihr mengt, dass dann, wenn es eine Fälschung ist, besser wird wie ein Impfstoff. Es geht nicht darum, Stempel zu nicht Stempel zu geht drum, seine Protektion zu kriegen. Ich schwätze just halt für die Leute, die ein falsches Zertifikat wollten, sich besuchen. Es geht ja um Protektion für sich selber, noch für die anderen. Das ist Plüverlü, für just zu mengen, ich schule den Stempel, also kann ich meine Sachen machen, wir falsch verstehen. Es geht um Sicherheit vom einzelnen Bürger. Ja. Das ist ein Sanitärfonds dafür. Ich wollte es so politisch. Die Leute haben Mängel. Du kannst ein falsches Zertifikat kriegen, das ich geimpft gesehen. Geht nicht im Zertifikat. Das ist ja auch nicht grundsätzlich, dass ich automatisch im Ausland Fälschungen kriege. Das ist einfach froh, wie gehen wir heute mal da um? Aber wenn ich zum Beispiel auch ein Zweitdosis brauche, ich gucke aber im Ausland die erst. Was geschieht dann? Als muss ich sagen, ich kann nicht davon ausgehen, dass es ja ein falsches Zertifikat gibt, ausstellen, weil Leute geimpft sind und im Prinzip bei ja so ein Zertifikat, der genau belegt, mit was sie geimpft sind, wenn nie, mit welchem Produkt, wenn das Produkte sind, die an der E-Mail zugelassen sind, dann geht das. Das natürlich, wir können das nicht garantieren, dass über die ganze Interoperabilität darauf hinstrebt, bis zum Sommer ein Impfzertifikat zu haben, den fälschungssicher aus, wo wirklich ein QR-Code drauf ist, mit einem Mechanismus, wo du mehr Garantien hat. Prinzipiell müssen die Leute gucken, wie sie dann eins gehen. Wir haben mal falsch. Ich meine, das ist ein Fall, den sie stellt, wo ihnen am Ausland sind Impfung kriegt, wo denke ich, an den Umstand professionell halt zu nutzen, dass die Leute haben wir auch los schon. Das sind individuelle Fälle. Das ist schon mal nur eine Lesung. Ich meine, das setzt natürlich voraus, dass sie wie es für eine Impfung, dass der das an so einem professionellen Kontext wäre. Ich meine nicht, dass man nur anfängt, Impftourismus zu fördern an irgendeiner Hinsicht. Ich muss wissen, dass man am Dicke so einen Punkt rasch gehen. Also nicht, dass das außergewöhnlich wäre. Wir haben nicht schon bei den PCR-Tester gesehen. Das ist falscher. Ich war Internet zu kaufen gesehen. Da muss ich gut aufpassen. Und dafür den Maigische mit dem QR-Code von der Kind muss sicher sein. Muss sicher sein. Es wäre falsch, wenn die Leute so ein kaufen, ich mal empfangen, eine gewisse Freiheit, weil ich die gerne hätte, es geht um ihre Gesundheit. Wir müssen etwas mehr was Sicherheit garantieren, dass wir nicht unrecht. Es sind verschiedene Leute, die falsch PCR-Tester kaufen, die in Frankreich mitkriegt, wo ganzen Trafik, den im Flughafen organisiert, dass die Leute einen falschen PCR-Zertifikat kriegen. Es geht hier um Selbstverantwortung, an das ist ein Akt von Solidarität, an dem zu fuddeln und so.
wann ich am Ausland geimpft go, wann ich, wenn mich dann noch mein Guichet anrufe, hier eben den EU-Covid-19-Zertifikat können zu kriegen, das läuft über den mein Guichet, das wird aber kein Problem stellen. Doch, das müsste man aber das Land ausstellen, was geimpft wird. Wir stellen ja Zertifikate aus für die Leute, die Mehrheit zu Lützburg impfen. Das ist ein Impfzertifikat. Genauso stellt alle Land sein aus. Und wenn man das bis an Platz und erkennt ein dem anderen sein und wir werden sicher nicht ein Zertifikat ausstellen für eine Impfung, die im Ausland gemacht wird. Also wir garantieren, dass wir heim machen. Verstehe, Moment, wir sind dann an dem Land, wo ihr geimpft habt. Genau. Wir sind ja. Schmal. Das ist die Autorität, die dass wir in der Kontrolle von den Impfstoffen gehen national, also europäisch durch die Stimme, dann kriegen sie ja national auch Gringluten an den verschiedenen Ländern. Die zum Beispiel Impfstoffe, die hier nicht gehen, die da verschiedene Länder, die nicht an Europa oder sogar an Europa, et aber gehen. Wir können nicht zertifizieren, einen Impfstoff, den wir selber auch hier nicht tun, zum Beispiel. Du willst also das immer unter Autorität national zu zertifizieren, dass der, weil das auch Garantie, ja, dass den Wachser die ganz schön de Front zum Beispiel respektiert wird. Das fällt auch in den Autoritäten an. Der Garant aus vom Staat den Stempel zu kriegen, dass es richtig gelernt ist. Merci. Ja, guten Mittag, Isabel Scott für 100,7. Kollegin hat vorhin schon ein bisschen gestaltet bei der freiwilligen Filiale, die da rausgeschaut, dass seine Zweit-Astra-Lieferung demnächst auch könnte. Das heißt, froh, für vielleicht noch ein Kämpfer zu sein, dass die bei den Astra-Filiale, die freiwillige Filiale, kriegen als Zweit-Dosis dann ein Astra. Ein Astra-Wachsen, also so, kann nicht irgendwie so eine Mischung kommen, nee. Da sind dann... Du hast nach wie vom CSMI auch kommen, yeah. Den hast du auch klar, dass man keinen Cocktail soll machen. Idem dann bei dem residuellen System, wo ihn dann, wenn ihn obers moderner kriegt, kriegt ihn dann ein zweites Rendezvous direkt für dann... Kriegt direkt ein zweites Rendezvous fixiert und dann also auch festgehalten, wie ein Impfstoff, dass er da beim zweiten kriegt. Wir machen keinen Cocktail. Genau, wir machen keinen... Cocktail, genau. Vielleicht zurück bei der Filia Normal, die hat von der Impf-Adherence geschaut. Wie viele Leute haben wir dazu, wie viele Leute noch immer refusieren, beim Rendezvous sich vaccinieren zu lassen? Also die, wo immer, die, wo den höchsten Niveau, wo bei 5%, das wo meistens auch gefühlt von AstraZeneca, die Leute, die ich präsentiert habe bei AstraZeneca, Schlusszüllen von heute Morgen nicht kriegt, aber das läuft auch meistens bei null, die letzte Dejo oder bei einem. Das sind ein paar Leute, die sogar an den Impfzentren gehen und dann, egal wie ein Impfstoff das, dann noch ein paar vielleicht nicht mehr wollen, mit Zöllen sind das 1, 2 vielleicht oder 3. Ich finde Zöllen noch nicht mehr ganz genau, ich kann nicht einfach am Mittwoch das dort nur gucken. Mit 5%, wo einmal, meine ich, und das war der Rekord, den wir hatten, wie es läuft von Refin an einem Dach und das waren eben Leute, die kein AstraZeneca meistens wollten. Vielleicht hat ihr auch geschaut, dass bei der residuellen Impffilie der Deskerwelt noch Alter gehen und wahrscheinlich auch Vulnerabilität. Ist das für den Rush, den wir bei dem ersten Filie hatten, zu vermeiden oder gibt es einen anderen Reasoning, der hat wieso per Alter gemacht dann nicht first come, first serve? Weil den anderen Freiwilligen aktuell ist, das freiwillig, wo ihr seht, ist sie bereit, mit dem dort Wachsen geimpft zu gehen. Da wo der First Come, First Serve, das heißt, das wo eine Bereitschaft, die gefragt ist von den Leuten, für auch mit dem dort den Impfstoff verimpft zu gehen. Und das Success ist da, das sehen wir ja. Bei dem anderen sehen wir, dass da noch immer Leute sind, die vulnerabel sind, die noch nicht die Impfung gekriegt haben. Und das ist doch wichtig, dass wir die tun. Aber das sind meistens Leute, die die eine oder die andere Kontraindikation vielleicht hatten oder vielleicht den oder anderen Stoff nicht gekriegt haben, dürfen sie immer der Meinung, wir sollen heute im Alter auch nur gehen. Nicht, weil nicht heißen, dass sie auch keine AstraZeneca kriegen, weil wenn wir dem Alter nur gehen, Leute über 55 Jahre können auch den AstraZeneca normalerweise ohne Limitation auch kriegen. Aber ich will nicht schon Pronostiken machen, wen kann, ob es gehen oder nicht. Für uns ist es ganz einfach, wir wollen vermeiden, dass irgendwas etwas wegfällt. Und dürfen sie heute die Transparenzlösung, für das sie nicht ich kennt, den ich kennt, mir heißt einfach Englisch, Punkt, basta. Da gehen doch keine Diskussionen. Bonjour, Nicolas Chotti pour l'essentiel. Ma première question, c'est de savoir, pour les gens qui ont déjà contracté, été infectés par le Covid, devront-ils recevoir une dose de vaccin ou deux doses? Pour l'instant, on n'a pas adapté la prise de position, donc en plus, c'est bien sûr. Mais c'est normal, il y a une normale position où il y a deux gouttes. Mais vous savez que c'est permanent de nouvelles Erkenntnisse, de nouvelles Richtlinien, de nouvelles technische Bulletins, de nouvelles Rezentes, de ICDC, die wir am Gang sind,
zu gucken, also dass nicht, weil es Haut noch nicht voll ist, dass das nicht vielleicht geändert wird. Stand Haut, dass es noch 2 Dosen. Bei den Frauen, die gleich Gestalt kriegen am Anfang, steht drauf, hat er schon Covid? Hat er schon den Covid? Und wenn ihn das tut, kann er auch normalerweise bei dem Doktor. Und normalerweise gibt es doch ein Delay, wenn ihn schmeckt in 3 Monaten oder 6 Monaten, man am Leben, ich versuche nicht mehr auswendig, wo ihn da sieht, hey, so lange hat er normalerweise nach Antikoren. Aber das ist sehr, sehr mies froh, und du hast für uns wichtig auch, dass man da klar auch Antworten kriegt, weil wir riskieren den Fall ja aber auch immer mehr zu haben mit international, da gehen die Meinungen ganz auseinander. Die Engländer so, soll die überhaupt nicht geimpft gehen, die anderen Länder so, und es gibt just eine Impfung. Bei uns sind sie für sich am Moment, außer die wurden krank, die Woche für drin, mit dass sie normalerweise volle Programm kriegt. Also das es gibt keine Kontraindikation für die Impfung, genau. Nicht wird rekommandiert, ein bisschen zu warten. Ja. Eine Kontraindikation gibt es nicht, damit und auch nicht die Basis, wo man so ein das ist dass man so für mich schnell weiterzukommen. Wir wollen noch sicher gehen, auf den dritten Punkt. Ok, merci. Si vous le permettez, je continue mes questions en français, ça ne vous dérange pas. Est-ce que les doses résiduelles et la liste d'attente est ouverte également aux frontaliers ? Actuellement, non, parce que c'est une question où il faut... Pardon. Je suis à 7h à 7h. Et je dois être en 4h à 20 minutes de dose. Les meisten Leute frontaliers sind dann nicht mehr hier im Territoire. Continue, juste encore une question. Vous avez évoqué la commande globale d'autotests. Est-ce que vous avez déjà une idée de la répartition entre la distribution aux entreprises, les hôpitaux? Est-ce que vous avez une idée de la proportion de répartition? Ja, das ist alles durchgerechnet. Ich kann aber nicht die genauen Chiffren. Wie gesagt, das ist alles heisch gerechnet aufgrund von den Informationen, die wir zusammengedroht haben, en vue von einer Utilisation 2x die Woche. Das wird man ausstreben, da haben wir Schätzungen gemacht. Und aufgrund von den Schätzungen wird geliefert gehen. Ja, das sind ganz viele Arbeiten, die wir die letzte Woche gemacht haben. Ja. Et la dernière question, simplement j'aimerais l'avis de Monsieur le Premier ministre et de la ministre de la Santé sur la répétition des fêtes sauvages, des rassemblements, notamment dans les parcs en ville. Quel est votre regard sur ça et est-ce que ça peut mettre vraiment en difficulté toutes les mesures qui sont prises ? La police a été agée, vous êtes agée, ils sont agées. Je pense que c'est encore jung, tu as une lust, mais le problème est que c'est un effort. Dann muss ich dir auch bewusst sein. Aber wenn ich das Virus da kriege, dann nach mit mich spät wie gestern haben wir gelesen, dass am Kollege Woban eine Party war, wo dann noch eine große Zahl von Leuten krank sind und das Virus mit Themenwurst tun. Das soll ich nicht vergessen. Dass vielleicht, wenn ich nach Jungers Männerrisiken nicht mehr, wenn das Virus mit Themen hält, und durch die Eltern und Großeltern, dann haben wir ein anderes Problem. Das für sie. Dass nicht etwas, was man unterstützen geben, und das nicht etwas, was die soll auch encouragieren. Das mit Risiko verbunden an wann Police da ist, dann also doch fertig. Und dafür ist der Couvre-feu eigentlich von den Ursachen noch gewesen, für dass sie eben nicht ganz nüchtern durch zu Party möchte.